zum ersten auf der Liste, würde ich sagen, nämlich dem Subscriber Promotions. Die seht ihr hier. Und dieses Mal gibt es wieder was zum Anziehen, nämlich Rüstungen. Ihr bekommt die Rüstung leider nicht ganz komplett. Ihr bekommt nämlich Arme, Torso und Beine. Die Helme, die gab es schon mal. Also auch die Helme, die jetzt hier abgebildet sind, die konntet ihr schon mal erwerben. Gibt es natürlich auch immer noch im Subscriber Store, falls ihr eure Rüstung dort komplettieren wollt. Erstmal haben diesen Monat alle Centurion-Subscriber, Großmann kann man es leider nicht, da hat der Link ein Problem, hatte ich vorhin schon mal probiert. Ja, da hat wohl Turbulent etwas gepennt hier mit dem Link. Auf alle Fälle gibt es eine grüne Rüstung, also Torso, Arme und Beine, die drei Teile gibt es. Und für alle Imperator-Subscriber gibt es noch die gleiche Rüstung in Gelb dazu. Solltet ihr euch dazu entscheiden und Zugriff haben zum Subscriber-Store, dann könnt ihr euch alle auch noch hier für die Switchback-Rüstung entscheiden, denn die wäre so ein bisschen gemixt zwischen Blau und Rot. Die konnte man das letzte Mal auch schon bloß kaufen, also den Helm dazu. Und hier könnt ihr jetzt die Rüstung kaufen. Kosten tun euch die Rüstung. Alle das Gleiche. Das sehen wir dann hier weiter unten. Aber zuerst mal kommen wir zum Schiff des Monats. Schiff des Monats ist dieses Mal gar kein Schiff. Nämlich Breakhead AOC, den ihr diesmal ausprobieren könnt. Tja, ab dem 4. Januar quasi könnt ihr damit rumspielen. Und alle, die sich fragen, wieso habe ich jetzt einen AOC? Ja, wenn ihr Subscriber seid, dann ist das der Grund dafür. Außerdem haben Subscriber gerade in diesem Monat exklusiven Zugriff zur Subscriber Promotion. Und das ist hier diesmal die Origin M50. Die könnt ihr euch quasi gerade im Ship, also im Pledge Store kaufen, wenn ihr Subscriber seid. Oder eben auch ein Upgrade hier drin machen. Dann könnt ihr hier drauf gehen, auf den Pledge Store, da seid ihr gerade drin. Dann geht er auf Upgrade. So. Und wenn ihr Subscriber seid, dann seht ihr hier oben gleich angezeigt das Subscriber Upgrade mit 12 Monaten Versicherung. Die sind dann hier quasi mit inklusive. Wenn ihr ein Upgrade machen solltet auf irgendwas anderes, zum Beispiel auf eine Warlock, würde euch $15 kosten. Die Warlock, die hättet ihr zum Beispiel mit 6 Monaten gehabt, dann hättet ihr auf einmal dann ein Jahr Versicherung, denn hier mit diesem Upgrade gibt es 12 Monate Versicherung. So, hier sehen wir nochmal den Switchback in etwas größer als Rüstung. Das hatte ich für euch schon aufgemacht, kostet 7,92. Zack, dann gehen wir wieder zurück. Hier gibt es natürlich auch noch ein bisschen Merchandise extra abzustauben für euch. Also wenn ihr Subscriber seid, gibt es da 10% Rabatt drauf. Auf manche Sachen sogar 15% Rabatt. Ja, hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass quasi alle Items im Subscriber Store verfügbar sind. Alle, die seit 2014 als Subscribers Flair rausgegeben worden sind. Tja, hier unten habt ihr nochmal alle in der Übersicht. Seht ihr auch, kosten alle gleich viel. 7,92 für jeweils die Rüstung ohne Helm. Hier unten habt ihr nämlich nochmal die Helme und die seht ihr eben auch in verschiedenen Paketen. Einmal, wenn ihr euch den grünen holen würdet, dann bräuchtet ihr das Forces of Nature Pack, um den passenden Helm zu haben. Ist es der gelbe, dann wäre es das Silent Strike Pack und für den Switchback Helm, quasi den passenden zur Rüstung, dann wäre es das Double Trouble Pack für jeweils 5,28. So, hier seht ihr auch nochmal die Rüstung. Die vorhergehenden Rüstung, die es quasi schon mal gab, als Subscriber Flair, falls ihr hier eure Ausstattung komplettieren wollt. Und hier habt ihr nochmal die Nerf Gun Pistols. In verschiedenen Farben. Und ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel den Parasitenhelm. So viel zur Ankündigung. Und wir gehen wieder hin. This is for all you new people. So, das nächste, was anliegt. Herr Spieler Blau schaut vorbei. Grüß dich, Spieler Blau. Grüß dich, Dr. Hyperion. Und hallo an deinen Zuschauer. Herzlich willkommen. Welcome to the Roughnecks. Ich kann noch mal schnell zusammenfassen. Wir haben uns so ein bisschen reingeguckt, was diese Woche noch los ist, aber deine Zuschauer wissen es bestimmt schon, dass es heute noch ein Inside Star Citizen gibt, wo es um die Esperia Talon geht und natürlich noch einen kleinen Blick in den Sprint Report reingibt. Und morgen könnt ihr dann ab 18 Uhr live bei Twitch wieder eure Fragen stellen. Diesmal an den Star Citizen Live Director Turd Pappy und an den Core Gameplay Director Richard Tyra. Die sind hier verzeichnet im Text.
Ja, wir hatten kurz darauf hingewiesen, dass es jetzt auch die Subscriber-Flares gab. Die hatte ich euch kurz gezeigt. Und jetzt würde ich mit euch in das Perseus Q&A wechseln. Das haben wir nämlich hier. Ach doch noch, wer der SC vergessen hat. Ja, also Cyberpunk ist nicht so mein Ding-Dock und werde ich mir wahrscheinlich auch nicht holen. Also wahrscheinlich nicht in nächster Zeit. Schauen wir mal. So, ich kann für den Doktor, also für den Spieler Blau natürlich auch mal einen Shoutout machen. Den habt ihr hier. Er hat nämlich Star Citizen gespielt. Das war klar, fast abzusehen. So, und wir gucken jetzt mal gemeinsam in das Perseus Q&A. Da gab es nämlich einige Fragen drin. Die hatte gestern auch der Toddy, glaube ich, euch schon kurz aufgezeigt, beziehungsweise was davon erzählt. Wir gehen es jetzt trotzdem nochmal schnell durch. Und da fängt es nämlich zum Beispiel an. Do the size 7 guns use bespoken ammunition? And how much ammo can you gunboat carry? The brochure picture implies dedicated ballistic ammo loaders below the turret. Can be customized the rounds to be either high explosive or ammo penetration rounds like ERL battle tanks. Can choose between during battle. Will the size 7 guns be swappable or are they locked like on the Ares? Okay, hier ist die Antwort von CRG auf diese wirklich lange Frage, relativ kurz gehalten. Die Frage war, erstens, gibt es denn verschiedene Munition? Wie viel Munition können wir mitnehmen? Können wir die Munition während des Kampfes tauschen, so wie es zum Beispiel im echten Leben bei Kampfpanzern ist? Und können wir eigentlich die size 7 Waffen switchen? Also ändern, die auf den Türmen sitzen, oder sind die fest montiert, so wie es bei der Ares ist? Und hier war die Antwort eben relativ kurz. The main turret weapons on the Perseus are currently planned to be bespoken size 7 ballistics with customizable ammo types to provide flexibility. Also ihr könnt verschiedene Munitionstypen auch bei den size 7 Waffen hier der Perseus quasi später verwenden. Wie viel allerdings davon ihr mitnehmen könnt, wurde hier nicht genannt. Auch nicht, dass ihr die Waffen switchen könntet, weil hier wird da gesagt, ja, es ist geplant, eine Size 7 ballistische Waffe da drauf zu haben, beziehungsweise zwei pro Turm, was dann insgesamt 4 bei der Perseus macht. Schick. So, ich bin mal wieder off. Macht's gut, Freunde. Dann macht's aus gut. Ich wünsche dir einen wunderbaren Abend, Spieler Blau. Und der Mr. Easter Rabbit ist am Start. Grüße. So. How far along is this ship? What's the current stage within the pipeline? Also, tja, wie weit ist es denn, bis dieses Schiff erscheinen wird? Was ist denn der aktuelle Status in der Schiffspipeline? Die Perseus ist at the concept stage and isn't in production in the vehicle pipeline at this time. Okay, leider ist die Perseus bisher nur ein Konzept, also befindet sich auch nur in der Konzeptphase, ist noch nicht in Produktion und befindet sich auch noch nicht weiter in der Vehicle-Pipeline. So, hier eine Frage zur Armor. How heavily is it armored? Also, wie stark ist die Armor denn? It's heavily armored for its size and designed to take it beating from other ships, but it isn't strong as a capital ship. Also, es ist schon sehr stark gepanzert für seine Schiffsgröße, also im Verhältnis zu den gleichen Schiffen in der gleichen Größe. Es wird aber niemals die Armor eines Capital Ships erreichen, also ist nicht so gut gepanzert wie ein Capital Ship. So, what are those pylons on each side of the ship, right next to the docking collar, supposed to be for? Okay, hier wird natürlich gefragt, auch für das Bild auch markiert, was machen denn die beiden Pylonen hier? Sind die für irgendwas gut? Und currently they are decorative. It was the rule to, of cool at the time and in keeping with the aggressive vibe of the ship. Maybe we will look at them later and alter them to be more like buffer bars or additional sensor technology. Okay, also hier ist es wirklich bloß der Style. Rule of Cool war hier vorne weg. Und für so ein schönes, schniekes Kampfschiff hat sich quasi ganz gut angeschaut, diese beiden Pylonen rechts und links dran zu haben. Bisher haben sie keine Funktion, rein optisch. Könnte ich mal später noch drüber nachdenken, ob da vielleicht zusätzliche Arrays und Sensortechnologie eingebaut wird. Bisher ist das nicht der Fall. What's the largest ship
that the size 7 guns will be affected against. For example, how effective will they be against larger ships like the Polaris, 890 Idris or a Javelin, if they hit? Okay, also, wie stark oder was für einen Schaden werden dir die Size 7 Waffen ausrichten können gegen größere Schiffe? Sowas wie zum Beispiel eine Polaris, eine Idris oder vielleicht sogar eine Javelin. 890 stand auch mit auf der Liste. They are expected to be effective against all large size ships. If targeting critical areas on a capital ship, they should provide similar effectiveness as the Crusader Ares size 7 weaponry. Also, auch die Crusader Ares ist ja dafür gedacht, im Verbund große Schiffe angreifen zu können, eben auch Capital Ships. Und wenn man auf die richtigen Stellen schießt, dann wird man damit auch Schaden ausrichten können. Allerdings werden diese Waffen natürlich gegen Capital Ships nie so effektiv sein wie gegen Schiffe im selben Größenformat. Und das wären Large Size Ships. Denn die Perseus ist nun eben nur ein Large Ship und damit soll es eben auch gegen Large Ships besonders gut geeignet sein, gegen Capital Ships, wenn ihr die richtigen Stellen trefft. Mm-hmm. Does it have an armory or weapon racks, medical facilities and facility for troop carrying? Otherwise, what is the point of a patrol ship being able to carry a rover? Okay, also hat dieses Ding irgendwo auch Armor bzw. Waffenracks? Vielleicht irgendwie eine medizinische Einrichtung oder irgendwas, was für Troop Carrying, also Truppenbeförderung, gut ist. Warum sollte man sonst einen Rover in so ein Schiff reinpacken können? Hier ist die Antwort von CIG leider negativ zu allem davon. In lore, the ship was not designed to carry a rover. It's more happy accident that it can and it's good representation of the general cargo volume. It has no armory or troop carrying abilities, as that's not its role. It's typically role its fleet defense, so it would be really on other ships in the fleet or for its medical needs. Okay, alles klar. Hier wird gesagt, dass es eher ein glücklicher Umstand ist, dass der Rover mit reinpasst ins Schiff. Von der Lore her wurde es nie so vorgesehen, dass es irgendwie ein Truppenbeförderungsfahrzeug ist. Deswegen gibt es auch keine Medical Facilities und auch keine irgendwelche Aufbewahrungsmöglichkeiten für extra Armor, für Truppen und so weiter, sondern hat eine andere Aufgabe und zwar als Flotten-Defense-Schiff. Und ja, so ist es auch ausgestattet. Wenn ihr eure Truppen versorgen wollt, beziehungsweise eure Gunner, dann braucht ihr schon ein Medical Ship in der Nähe, wo ihr dann quasi größere Wunden versorgen lassen könnt. Is the cargo elevator the only entrance into a landed Perseus or is there a dedicated entrance for personnel? Tja, ist denn der Cargo Elevator, also quasi der Ladungsfahrstuhl, der einzige Zugang zum Schiff, wenn die Perseus gelandet ist? Oder gibt es noch einen extra Personeneingang? Und die Antwort von CIG freut mich ja sehr, denn die lautet: There is a dedicated personnel entrance located on the bottom of the ship to the rear behind the cargo elevator. Also hinter dem Cargo Elevator, also für die Fracht quasi oder wo ihr den Rover hoch und runter fahren könnt, gibt es nochmal einen extra Elevator, der ist bloß für Personen gedacht und das macht jetzt insgesamt für die Perseus 3 Zugänge oder Ausgänge, wie ihr wollt, nämlich den großen Elevator, den kleinen Personal und die Docking Collar an der Seite. Das Docking Collar an der Seite. Ja, weiter geht's. Ja, ist doch nice to have. Finde ich auch, Mr. Easter Rabbit. Why does the exterior appear to have two doors with only one airlock? Is it mean to only have one airlock and it was just for a symmetry or does that other side have a function? There is no functionality. There is no functionality there and it was poorly done by symmetry. Also hier wurden diese beiden Seiten bloß symmetrisch dargestellt. Auf der anderen Seite gibt es keinen Zugang, kein irgendwie Docking Collar. Das gibt es quasi bloß auf der linken Seite, auf der rechten ist es nicht vorgesehen. Ich weiß jetzt nicht so richtig warum, hätte man vielleicht auch auf beiden Seiten anbringen können. Allerdings hätte sich für die CSG da wieder Gedanken gemacht, kann man da eine Endloskette draus bauen? Na gut, dann machen wir lieber bloß eins, dann kann man es bloß einmal andocken und gut ist.
So. Oh, John, vielen lieben Dank schon für den 13. Monat. Dankeschön für deine Unterstützung. So. Why is the SCM speed for 100 meter ship set at the sea date 92 meter per second? Warum wurde denn hier für ein 100 meter Schiff eigentlich ein SCM speed von 92 meter die Sekunde angesetzt? The SCM speed is broadly in line with other ships of this size, class and weight, particularly given its heavier armor nature. Truth, as always, speed will be revisited as the ship progresses through the pipeline. Also, hier wird gesagt, ja, man hat eben versucht, es irgendwie anzupassen und, ja, je nachdem, wie groß die Schiffe denn sind in der Klasse, also auch nach der Klasse natürlich und aber auch nach dem Gewicht der Schiffe, wurde hier angepasst und auch daran gedacht, dass die Perseus sehr besonders gut gepanzert ist, damit eben relativ schwer und eben etwas unbeweglicher als andere Schiffe in der Größe, damit auch langsamer. Aber hier wird in der Schiffspipeline natürlich auch noch an den Geschwindigkeiten gearbeitet und rumgedoktert, angepasst werden. Und es muss nicht bei den 92 SCM bleiben, sondern es können auch 95 Meter pro Sekunde werden. So, also das haben sie nicht geschrieben, das sage ich jetzt einfach mit hinten dran. Will it have pilot-controlled weapons? Will both big manned turrets be able to link to the pilot via computer blades if the crew gets sick? Also was ist denn hier mit, eigentlich mit den Waffen? Können Piloten die Waffen kontrollieren? Und werden die großen bemannten Turrets eigentlich auch irgendwie vom Piloten steuerbar sein, falls die Mannschaft irgendwie krank wird? Also vielleicht kann man ja auch Computerblades einbauen. Ist hier alles mit in der selben Frage verpackt. Und die Antwort von CIG lautet da folgt. The pilot will have access to the torpedoes and some of the other bridge stations will be able to control weapons. Like other ships with manned turrets. They are designed to be human operated. However, as a fallback, they will be able to be NPC crewed or equipped with a computer blade. Das ist doch nett, oder? Auf die Frage hin wird hier nämlich geantwortet, dass der Pilot erstmal schon Zugriff zu den Torpedos hat. Das ist nice. Da kann der Pilot also nicht bloß steuern, sondern kann hier auch noch Torpedos abfeuern. Nice. Und ein paar andere Brückenstationen werden Zugriff zu den Waffen ermöglichen. Wie eben auch bei anderen bemannten Turrets wird es so sein, dass die eigentlich dafür designt wurden, auch von Menschen operiert zu werden, also quasi von echten Menschen. Ihr könnt aber als Fallback, also als Sicherheitsvariante, dort trotzdem auch NPCs reinstecken, also NPC-Crewed wird hier gesagt, oder ihr equippt eure Mentorits mit Computerblades, das wird auch gehen, dass man sie dann später quasi auch automatisiert. Vielleicht interessant für den einen oder anderen, obwohl ich sagen würde, so ein großes Turret würde ich nicht automatisiert haben wollen, da ist mir ein menschlicher Mitspieler schon lieber, der dann auch weiß, worauf er schießt. So, people speculate that this ship will be able to ram enemy ships, as seen on one of the concept art images. Is this the plan? Will the front feature heavy duty armor? Also hier wird natürlich gefragt auf das Bild hin, was wir gesehen haben, wo, ihr könnt euch vielleicht erinnern, die Perseus so ein bisschen durch die zerstörte Hammerhead durchfliegt. Hier wird deswegen auch gleich gefragt, weil ein paar Leute spekulieren, wird es denn zum RAM auch einsetzbar sein und wird vielleicht die Front speziell noch stärker gepanzert sein dafür? Nö, ist es nicht. Die Concept Art, die Perseus, moving through the wreck of a Hammerhead after destroying it, not actually ramming it. Like other ships, it's the capital of it, but it's not recommended nor designed to do so. Also, wie viele großen Schiffe, capable, nicht capital, wie viele großen Schiffe kann es natürlich andere Schiffe rammen, ist klar. Die haben ja auch mehr Rüstung und beziehungsweise mehr Armor und halt ein Stück mehr aus. Es ist aber nicht designed dafür, dass man quasi andere Schiffe damit rammt. Und dieses Bild, was wir kennen mit der Hammerhead, das soll eigentlich nur darstellen, dass die Hammerhead in zwei geschossen worden ist und dass die Perseus fliegt dann quasi durch das Wrack hindurch, nachdem es in zwei Teile geschossen worden ist. Es wurde also nicht kaputt gerammt. So. According to the Perseus EIA's page, its stats.
nearly indicated to the history of military original. Get known as the new Perseus, what makes this Perseus different from the military original, and will players be able to equip the military original in-game in future? Ah, das ist auch so eine Frage, die hört man öfter auch in der Star Citizen Community. Wenn ein Schiff rauskommt, was erst angekündigt worden ist, dass es quasi mal vom Militär war und jetzt fürs normale Volk quasi zivil freigegeben worden ist, auch so zum Verkauf für alle möglichen Leute im Börs, ob es dann noch die Möglichkeit gibt, das Schiff wieder auf den alten Status zurück auszustatten. Was ist denn der Unterschied, wird hier gefragt, zwischen der Militärvariante der Perseus und der aktuellen, die wir kennen? Und wird es möglich sein, diese militärischen Gegenstände vielleicht nachzurüsten, irgendwie in-game? Nö, wird's nicht. Denn es gibt in Wirklichkeit gar keine militärische Variante. Hier die Antwort von CIT. Regarding the military original, referenced on the pressure lore. We wouldn't even see the originals as they are very old, predating the Terrorine Wars and the Xian Cold War. The lore does to a modern military version, which the in-game model is based on. But this is much the same as the Hornet, the Iadris, or any other ship available to players, also used by the UEE military. The implication is that that the civilian model available to players is a slightly nerfed version of this theoretically military counterpart. Of course, you know, laws. Also hier wird darauf hingewiesen, dass es zwar ein Konzept gibt, natürlich in der Lore davon, von einem militarisierenden Schiff, beziehungsweise von dem Originalschiff der Perseus, das ist aber sehr, sehr alt, beruht noch zurück auf Terrorin-Kriegen, beziehungsweise den Xian-Kalten Krieg und steht eben in der Lore, dass es eine Militärversion davon gibt, aber das, die Version, die wir des Schiffes, die wir in-game sehen werden, wird immer nur die zivile Variante sein. Das wird nie die militärische Variante geben. Die gibt es in der Lore. Und hier wird es auch keine Teile zum Ausstatten geben oder so, dass wir die Perseus so herstellen können, wie es in der Lore war. Das ist nicht vorgesehen. Das ist quasi bloß so ein Lore-Ding. Und wir kriegen halt das Schiff, was das Militär freigegeben hat, eine abgespeckte Variante. Und das ist es dann auch. So. Die nächste Frage. What are expected weaknesses of the Perseus versus a ship such as a Hammerhead? Specifically, blind spots, speed, armor, etc. And can the manned turrets turn quickly enough to easily follow fast targets like dogfighters, medium fighters, etc. Or do they turn slowly? Ja, hier ist die Frage, geht schon in eine gute Richtung. Werden viele Leute nachfragen, obwohl ich die Frage ein bisschen sinnlos finde, muss ich euch sagen. Weil mir ist schon klar, dass dieses Schiff nicht gegen kleine Fighter gedacht ist. Das ist die Hammerhead. Die haben wir dafür als großes Schiff, quasi Verteidigungsschiff gegen Dogfighter. Und die Perseus ist es nicht. Sagt auch hier CIG. The big weakness of this ship is a swarm of fighters. So exactly what the Hammerhead is designed to combat. It may have two size 7 turrets, but they aren't enough to defend against a datamined group, as they don't rotate quickly enough to catch anything but larger targets. Ja, Leute, die size 7 turrets bewegen sich einfach nicht schnell genug, um hier kleine Schiffe verfolgen bzw. abschießen zu können. Die sind gegen größere Ziele gedacht und die Perseus wird auch immer den kürzeren ziehen gegen eine Flotte bzw. Gruppe, sagen wir mal von 4-5 Fighterschiffen, Hornets oder was auch immer. Dann wird die Perseus untergehen, denn die kann sich nicht schützen gegen eine Gruppe von Fightern. Dafür ist die Hammerhead gedacht und die Perseus ist hier eher für Large Ship Combat gedacht. Und große Ziele. So, und jetzt kommen wir noch zur letzten Frage. In the brochure, it states the Twin Ballistic Gatling Guns can be fully automated or remotely controlled to keep incoming audience at bay. Will it require IA blades or to automate these, or is the automated part of the ship designed as is this line of the text seems to imply? Wie wird es denn hier eigentlich aussehen mit den zwei ballistischen Gatlings, die wir ja zusätzlich noch drauf haben? Im Konzept steht hier, dass die automatisiert und remote-controlled gesteuert werden können. Und wie sieht es denn aus? Sind die von Anfang an schon remote-gesteuert oder AE-Blade-kontrolliert? Weil in der Broschüre sah es dem Fragensteller hier so aus.
Und die CIG-Antwort lautet auch positiv dazu. Nämlich wird geschrieben, these turrets will be come equipped with blades, so can be automated by default. In addition, they will be controllable remotely from the bridge, if a player wishes to manually control them. Okay, also hier ist die Antwort sehr, sehr positiv, denn wenn die Technologie zumindest schon im Spiel sein sollte, dann wird hier das Schiff auch gleich equipped mit den nötigen Blades kommen. Das heißt also, die kleinen Turrets, die sind schon automatisiert, standardmäßig, und wenn ihr wollt, könnt ihr die trotzdem noch steuern, nämlich von der Brücke aus, dann mit den entsprechenden Schaltsitzen natürlich, oder beziehungsweise Steuerungsvorrichtungen, die ihr auf der Brücke finden werdet. Also Monitore und Sitz, wo ihr das Ding dann steuern könnt. Tja, und das war's hier mit dem Q&A. Ganz am Ende sitzt natürlich immer noch ein Disclaimer, dass ich alles noch ändern kann und hier alles noch Work in Progress ist. Ich gebe es euch trotzdem nochmal raus. Dann könnt ihr auch nochmal nachlesen, falls ihr hier selber noch offene Fragen habt, beziehungsweise was in Englisch besser noch lesen wollt. So, das war's erstmal dazu. Wenn ihr Fragen habt, gerne raus damit.